Doch. Ja. Nein, das hört doch an wie Kätze, oder? Nein, das ist Asche. Asche, ja. Das mache ich nicht auf. Nein, das machen wir nicht auf. So ist die Lage, gell? Gebrüder Lange schaue ich auch gerne, stimmt. Die haben irgendwie jetzt zuletzt auch was Krasses gefunden, ne? Habe ich gesehen. Dann gucken wir hier noch ein Video von den Gebrüdern Lange. Relativ langes Video. Gruseliger Fund liegt vergraben am alten Baum. Das wollten wir nicht mit dem Metalldetektor finden. Oh. Alter. Was ist das denn? Oh mein Gott. Bitte. Bitte lass da was drin sein. Echt lustiges Interview, Intro. Ist so richtig auf Oldschool ein bisschen, so auf, weiß ich nicht. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Oldschool-Kanal. Ich bin immer noch bei Johnny Hunt und wir gehen heute mal wieder sondeln, wie die letzten 3 Tage hintereinander. Ich kann schon langsam nicht mehr, aber es macht auf jeden Fall Spaß und wir sind heute an einer besonderen Stelle. Ich stehe hier vor einer Kreuzung, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ist eine Kreuzung. Jo. Wir haben auf alte Karten geguckt, ich blende es euch hier ein. Da standen früher überall Häuser drumherum und die wurden alle vertrieben. Die Häuser wurden dann dem Erdboden gleichgemacht. Lol, krass. Man sieht nichts mehr von den Häusern. So, richtig alte Karte gewesen. Oder so. Aber auf der Karte ist eingezeichnet, dass sie hier auf jeden Fall standen. Dort ist eine Wiese von Jan. Den haben wir ja in den letzten Videos auch schon mal gesehen. Liebe Grüße gehen nochmal raus an der Stelle. Und da werden wir heute mal ein bisschen suchen. Vielleicht hat ja irgendjemand was vergraben, bevor er das Land verlassen musste und sein Haus zurücklassen musste. Das ist ja durchaus mal vorgekommen. Und ja, mal sehen, vielleicht wurde auch irgendwas verloren. Vielleicht finden wir was. Und wir werden jetzt mal gucken, ob wir hier auch ein paar... Wer ist Johnny Hunt eigentlich? Große Bäume finden und da dran suchen. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht von den Baumstämmen runterfalle. Aber ich würde sagen, wir quatschen Let's nicht go. Lange drum rum. Ich setze die Kamera auf den Kopf, nehme den Metalldetektor und dann wollen wir mal was Cooles finden heute. Ganz, ganz schwaches Signal. Aber es könnte was Gutes sein. Na, 70er Leitwert, ich weiß nicht. Ganz schön windig heute. Da. Oh ja, es ist eine Münze. Krass, ne? Einfach Sehr eine Münze geil. Da. Das okay. ist irgendwie krass. Das geht doch geil, schon mal ganz gut los heute. Jetzt müssen wir nur noch gucken, was das für eine ist. Aha, zwei. Irgendwas von 1910. Könnte ja zeitlich passen. Da müssten die Häuser auch noch gestanden haben hier. Oh ja. Sehr, sehr, sehr schönes 87er-Signal. Da würde ich doch fast sagen, das ist die nächste Münze schon. So. Dass da einfach so uralte Münzen liegen, ne? Boden hier ist hier sehr halt aufgrund dieser Häuser da wahrscheinlich. Und hier soll es drin sein. Brechen wir das mal auf. Nochmal aufbrechen. Nochmal aufbrechen. Oh ja. Okay, achso, na das ist ein Schlüssel. Schade, ich habe nur die Rundung gesehen. Ein Schlüssel? Es ist ein abgebrochener Schlüssel. Na, vielleicht von Jan, vom Trecker. Okay, na gut. Nehmen wir mit. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir einen Schlüssel finden, aber leider nichts allzu Altes. Ich denke mal auch nicht, dass es ein Haustürschlüssel war von einem Haus, was hier mal gestanden hat. Das wäre natürlich kurios. Oh, ein sehr, sehr schönes Signal. Ganz kurz und über 90 der Leitwert. Ist also keine Signalpatrone. Was schon mal krass, sehr gut ist. Wie der sich auch auskennt, ne? Was das für verschiedene Signale sind und was das sein kann oder nicht sein kann und so. Finde ich schon krass. Wenn ich das machen würde, würde piepen, ich würde erstmal buddeln. Übrigens, die Sache, die ist ja auch nicht unbedingt erlaubt, ne? Muss man immer gucken, dass man Genehmigung auch kriegt zum Buddeln. Kannst du ja nicht einfach so ein Ding holen und anfangen, ne? Der kennt ja da den Bauern und so weiter und darf da dann buddeln. Ah, da sieht man schon. Was ist das? Oh, eine Kette. Oh, es ist ein Anhänger. Oh, wie geil. Warte so, mal. So ein Anhänger es von der Kette. Ist einfach ein Kettenanhänger. Ey, gottlos, dass er das Handy einfach ohne Hülle benutzt, ne? Junge, wie kannst du nur? Deutscher Kaiser. Alter, krank. Wilhelm wahrscheinlich. Boah, das ist geil. Auch wie er es nochmal so einblendet da oben, finde ich cool. Aber ein viereckiger, das ist ja cool. Der ist richtig, Eine richtig geile schön. Geile Qualität beim iPhone, ne, beim Film. Da freue ich mich. Die Öse ist aber noch ganz, dann ist die Kette wahrscheinlich durchgerissen, als er verloren ging. Aber hier ist ein anderer Typ drauf als hier. Ja, wunderschönes Teil, vielleicht finde ich Vergleichsbild im Internet. Aber es ist noch sehr, sehr gut zu erkennen, da freue ich mich. Cool. Oh ja, wir sind nur ungefähr 5 Meter von dem Anhänger eben entfernt und das ist wieder so ein ganz kurzes Signal mit einem sehr hohen Leitwert. Das hört sich wie Musik an in meinen Ohren. So. Jawohl, und das ist die nächste Münze. Ach, wie schnell das auch geht, ey. Einmal ich glaube, reingestochen bei der und zack. Erkennt man nicht mehr so viel. Oh, nimm eine Hülle. Wie bei der ersten Münze heute. Ah, doch.
Jahreszahl steht auf jeden Fall drauf. 1800. Boah, kann man schlecht erkennen. 80 oder so? Ein Kreuzer von 1889. Auf jeden Fall hier noch Deutschland gewesen damals. So, und wir haben auch das nächste Signal. Es hört sich fast schon wieder an eine Signalpatrone. Wobei es eigentlich ein bisschen kleiner ist vielleicht. Hoffen wir es einfach. Ich hatte vorhin eine Signalpatrone, die war einen halben Meter tief. Da habe ich auch gedacht, ich finde einen Schatz. Ja. Oh. Alter, was ist das denn? Das ist die Signalpatrone, ey. Ey, das ist die beste Signalpatrone, die ich je hatte. Ist auch Alu, ne? Ja, ist auch Alu. Wow. München 1907. Krass. Vielleicht auch, guck mal, hier oben ist, glaube ich, eine Öse abgebrochen. Ja, auch ein Anhänger. Boah. Jans Wiese ist einfach richtig gut. Alter, wunderschön das Ding. Guck mal, mit der Stadt hier und so. Boah, das ist geil. Alter, 1907, ne? Das ist so Titanic-Zeit. Mann, ey. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber... Geil. Das sieht man bestimmt hier schon im Bild. 1907. Und hier oben eine Öse. Also sehr hier müssen schön. Wir bleiben. Ja, das hat ein bisschen unsauberes Signal hier. Aber könnte auch einfach ein bisschen tiefer liegen. Oder wenn eine Münze zum Beispiel hochkant drin ist, dann ist das Signal auch nicht so gut. Also lieber ein bisschen zu viel graben, als ein bisschen zu wenig. Jawohl. Und das ist einfach eine Münze. Sag ich doch. Die hat bestimmt hochkant drin gesteckt. Und ich finde das ja so cool, wenn die noch so in so einem Coinball, nennt man das, drin hängen. Und man die dann so rausholen kann. Zack. Und die... Coinball. Sieht auch noch sehr, sehr... 1908. Habe ich auch noch nicht gesehen. Krass. Boah, die sieht richtig cool aus. Aber was macht man denn mit der Münze? Schöne Rückseite auf jeden Fall. Der gerade schon angesprochen. 1908, glaube ich, ja. Wir sind bestimmt erst eine Stunde unterwegs. Ich werde diesen Baum sehen. Schon richtig, richtig gut. Ich spüre, glaube ich, ein bisschen eine Münze. Das ist besagter Baum. Wollen wir doch die letzten Sonnenstrahlen heute noch nutzen. Wir waren heute schon ganz schön lange unterwegs, ich glaube. Mitten so auf dem Feld. Das ist eine schöne Landschaft da. Bestimmt schon 6 Stunden oder sowas. Aber von Sonnen kann man nie genug kriegen. Also lasst uns noch ein paar Schätze finden heute. So, erstes Signal hier direkt an dem Baum. Ein 80er Leitwert. Das geht doch ganz gut los eigentlich. So. Hört sich schön kurz an, wie eine kleine Münze zum Beispiel. Ah, es ist aber eine Patronhülse, na gut. Was ist das hier für eine? 7x64. Tja, ich sehe es auch nicht gerade richtig. SKS. Irgendwie sowas. Ich blende sich ja ein, den Stempel. S. Könnte aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Vielleicht hat hier jemand gestanden und sich versteckt oder so. Dann habe ich direkt am Baum gesucht. Was ist das denn hier? Gefühlt haben die Steine irgendwie auch ein Signal. Okay, hier ist auf jeden Fall was Großes. Kann man nicht vorstellen, dass was Gutes ist, so dicht dran, aber mal sehen. Läuft. Oh, Dose, ne? Getränkedose. Sauerei. Dose? Hä, voll spannend. Oh. Hä? Oh, warte mal. Ist keine Getränkedose. Alter. Oh mein Gott. Bitte. Bitte lass da was drin sein. Aber das sieht nicht alt aus. Eau de Toilette. Be wild and free. Aber es ist eindeutig eine Dose. Und die ist zugeklebt. Alter. Johnny. Guck mal, was ich hab. Wart ab, okay. Eine Dose, die wurde zugemacht. Hä? Alter, Junge, das ist ja sauspannend. Was ist da drin? Ey, aber ich glaube, hier hat echt jemand was versteckt. Hier, hat jemand versteckt. Lag genau da. Ist zugemacht. Oh. Vielleicht ist es ein Geocaching-Ding, weißt du? Ja, aber es war unter der Erde. Und es ist mit Klebeband drumherum gemacht. Ich glaube nicht, dass es ein Geocache ist. Ja. Ja, ich filme die ganze Zeit. Dann mach auf. Ich mach auf, ja? Ja, komm, ich brauche einen. Alter! Cool, ein Schlüssel. Ich habe einen auch eingefunden. Boah, bitte lass das drin sein, ey, bitte. Ich dachte erst, es wäre eine Getränkedose, weil das halt sich so. Also, weil es halt nicht so alt ist, ne? Ja, irgendwas muss da drin sein, das wäre ja nicht zu. Ja, da ist auf jeden Fall was drin. Aber was? Ja. In so einer Büchse? Die sieht halt nicht alt aus, ne? Oh, ja, gut, das ist eine Herzbüchse. Oh! Alter! Oh! Hä? Verarsch mich doch nicht. Was? Oh, was ist das? 510?
Das ist ein Schatz, eine Schatzjagd-Dings hier. Aber das, guck mal, wie nass das schon ist. Ja, es wird bestimmt nicht mehr gefunden dann. Oder? Oh, schau mal. Oh nein. Kannst du das lesen? Nein. Kannst du das lesen? Ingenieur? Nein. Ja, das ist vom Grab. Vom Grab? Gestorbene Mann. Mirenka Pschitelkinje z rodinou ostatní. Was steht da? Hier. Von traurig, diese gestorbene Mann. Ja. 29. Juni 2016. Ja. Von alt 67 Jahre alt. Ja. Na, und da ist, weiß nicht. Sollen wir trotzdem reingucken einmal? Aber ich lasse es dann hier liegen, ich nehme das nicht mit. Wenn das. Oh, ich fühle mich dabei irgendwie schlecht, das zu öffnen, aber ich muss das jetzt öffnen. Also muss wenigstens wissen, was drin ist. Mitnehmen tun wir das auf keinen Fall. Das gehört sich nicht. Boah, Junge, kann ich verstehen, dass der am Zittern ist, ey. Mir geht selbst die Pumpe. Ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders. Ganz, ganz brutal. Puh. Das ist Asche von. Oh nein. 100%. Wie, du meinst, das ist Asche drin? Nein! Da kommt schon. Was? Doch. Ja. Nein, das, ey, doch. An wie Kette, oder? Nein, das ist Asche. Asche, ja. Das mache ich nicht auf. Nein, das machen wir nicht auf. Da ist 100 pro Asche drin, hör doch. Nein, nicht aufmachen, nicht aufmachen. Nicht aufmachen. Doch, ist Asche, ist Asche. Alter, was? Da ist Asche eingebuddelt, Junge, ich komm nicht klar. Alter, ich bin sprachlos. Da suchst du da einfach nach den ein oder anderen Kleinigkeiten, findest Münzen und so weiter und da hat einfach jemand ein bisschen Asche vom verstorbenen Mann oder so eingebuddelt. Ist nicht dein Ernst, an diesem Baum. Um Gottes Willen! Ach du Heilige. Darf ich auch mal schütteln? Ja, aber mit Bedacht. Ja, wäre interessant zu wissen, warum da, ja, vielleicht sind wir ja gerne spazieren gegangen oder so. Ist ja auch ein schöner Punkt da mit dem Baum. 2016, ja. 2016 gestorben von Schmerz im Herz. Sag's wie alles, Schemi Pribuzni, alles von welche kennen. Krass, Kateri, Mann. Sein. Echt emotional fast, wa? Ist da einfach jemand, also das hat ja jemand wirklich in tiefster Trauer und so als Erinnerung dahin da verbuddelt, ne? Freunde, welche kennen ja diesen Mann? Oh, weiß nicht, ich nehme einen. Ja, ein Zettel kannst du mitnehmen. Ja. Okay. Warum die bringen hier? Weiß ich nicht, als vielleicht mochte er den Baum oder irgendwas. Das, keine Ahnung. Nicht tief, hier direkt. So. Ich versuche das hier noch ein bisschen zuzukriegen, ja. Boah, ey. Was ist das denn? Noch was? Nee, das war's. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh Gott, sowas wollten wir nicht finden. Wir wollten einen Schatz finden, nicht sowas. Krass, ey. Hier nochmal die Todesanzeige. 2016, 19. Dezember oder was? Wirklich geiles Video. Guck gerne rein bei Max. Und den Gebrüdern Lange. Kranke Scheiße. Tschüss.